Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge vom Let's Play Democracy 3. Das stammt aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhner aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Wo wir bei Bildung wären. Free Parenting Class heißt Ausbildung von jungen Eltern. Meldet sich jemand. Workbench on Fire. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Unsere Verbindung ist gerade ganz schlecht. Kannst du mich hören, Romy? Kannst du mich wieder hören, oder? Nee. Ich glaube... Jetzt? Bei mir hängt auch dein Bild etwas. Da kommt der Lindwurm in den Chat rein und schon haben wir Verbindungsprobleme hier. Was soll denn das? Ja, ich wusste wohl, dass sich Lindwurm hinter Workbench on Fire verbirgt, tatsächlich. Aber ich vermeide es, wenn ich Menschen... auch aus anderen Kontexten, dass ich sofort ihren Alias auflöse. Romy, wie sieht's aus? Ist die Verbindung jetzt besser? Lindwurm sagt, er war es nicht. Ja, jetzt auf einmal. Irgendwer muss schuld sein, von daher. Ja. Irgendwer, genau, und wir werden es nicht nachvollziehen können, Lindwurm, ob du es nicht vielleicht doch warst. Nein, ich gebe dir keine Schuld. Okay, Free Parenting Classes würde halt in die Richtung gehen, wo wir jetzt schon bei der Bildung sind, dass wir jungen Eltern quasi unter die Arme greifen. Und ich finde das eigentlich eine großartige Idee. Deswegen, und es kostet halt tatsächlich auch vergleichsweise wenig zu den anderen Sachen, die wir jetzt verabschiedet haben. Müsste man so etwas jetzt lang diskutieren oder glaubst du, dass das etwas wäre, was man gesellschaftlich gut und entspannt durchbekommt? Boah, ich weiß es nicht. Also nur so vom Bauchgefühl, ich weiß es auch nicht. Ja, ich sehe gerade, Entschuldigung, im Chat ist Herr Öni auch schon angekommen. Schönen guten Tag, willkommen zurück. Würde mich auch eure Meinung aus dem Chat interessieren, ob man so eine Fortbildung für junge Eltern, ob man das groß diskutieren müsste. Ich glaube, man müsste es diskutieren. Also ich glaube, es würde Widerstände geben. Also ich denke, dass da sowas um die Ecke kommt. Außer konservativen Ecke, sowas haben wir bisher nicht gebraucht. Warum sollten wir dafür jetzt Geld ausgeben? Und wofür sind denn die Schulen da? Also, dass da auch so eine Debatte. So, weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen sind. Was soll denn das heißen? Warum soll ich denn Unterstützung bekommen? Ich glaube, da gibt es ein paar, die sich Unterstützung gewünscht hätten vor 5 Jahren. Und es jetzt Menschen, die gerade quasi, die dann davon profitieren würden, es nicht gönnen würden. Das wäre, glaube ich, auch eine Sache, die man, und weswegen es dann vorgeschobene Argumente geben würde. Also ich glaube, damit würde man sich in Deutschland, ist mein Gefühl, würde man sich keine Freunde mitmachen. Egal, aus welcher Partei der Vorschlag kommen würde. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist eine Frage, wie man es begründet. Auf der einen Seite gehe ich schon davon aus, wenn das beispielsweise so eine verpflichtende Sache wäre für alle jungen Eltern, wobei ja hier gar nicht vom Alter der Eltern die Rede ist, sondern es geht nur darum, dass es ein Neugeborenes gibt, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Ja, und das Angebot wäre kostenlos und nicht verpflichtend. Und das, was du sagst, ich fände es genau wie der Chat auch. Lindwurm sagt nämlich, er fände es toll. Ich fände es auch toll. Ja. Und zwar sogar mit dem Verpflichten fände ich sogar echt ganz toll, dass man irgendwo hin muss für so 2, 3 Sachen. Weiß nicht. Aber ich bin selber nicht Vater, deswegen muss ich als Laie davon sprechen.
Ich weiß, an der Stelle weiß ich nicht, ob man Elternteil sein muss, um zu sagen, ich gehe da hin oder ich gehe da nicht hin. Also in dem Moment, wo ich dazu gezwungen würde, hätte ich damit ein Problem. Und wenn es beispielsweise eine Mutter hätte, die Hebamme ist, dann wüsste ich nicht, warum ich da hingehe, weil die sind ja da. Also das ist einfach so abhängig vom Einzelfall und vom Individuum, dass ich es als Möglichkeit großartig finde. Ich bin mir ganz sicher, also ich kenne in meinem Freundes- und Bekanntenkreis niemanden, der Elternteil geworden ist und die nicht völlig durchgedreht sind vorher beim ersten Kind und irgendwie dachten, oh mein Gott, ich schaffe das nie. Und die haben sich allesamt entweder aneinander festgehalten oder an ihren Familien und hätten sicherlich an vielen Stellen so eine Variante auch gebraucht. Und wenn es nur jemand so ein Kummerkasten ist. Ja, also an der Stelle bin ich auch voll dafür und würde das gerne in unserer Version von Frankreich tatsächlich einführen. Ja, außerdem die funktionierende Utopie scheint, da bin ich ganz dabei. Ja. Der Kinderführerschein schreibt Lindwurm gerade in den Chat. Naja, nicht ganz so. Hier ist es etwas milder, aber wir implementieren das mal. Und Eltern finden es gut und die Mitgliedschaft in der Gruppe der Eltern, das ist schön, wird über 24 Quartale steigen. Das heißt, wir bekommen Nachwuchs. Das ist super für unsere demografische Entwicklung. Und dann die jungen Menschen, die auch noch gebildet werden. Ja, da würde ich tatsächlich auch wieder, du weißt ja, ich bin, was das angeht, immer Presche nach vorn, 700 Millionen, also in Richtung maximal nicht ganz volle Möhre gehen. Ach, das wird sowieso nicht komplett abgerufen. Ich finde das gut. Komm, es ist wirklich nicht viel im Vergleich zu dem Rest. Ich wollte nur noch kurz was ergänzen zum Kinderführerschein. Ja. Das ist so ein Begriff, den habe ich in Deutschland schon ein paar Mal gehört, aber wenn man sich den so auf der Zunge zergehen lässt und sich dann überlegt, wie gut es funktioniert, das eigene Kind führen zu wollen, bekommt er nochmal so eine ganz andere, für mich so eine ganz andere Perspektive. Also wie schafft man es, sein Kind zu führen? Typisch Deutsch. Schön. Nur so viel. Ein Gedankengang dazu. Das stimmt. Das ist, es gibt auch den juristischen Begriff des untauglichen Versuchs. Ist vielleicht nicht ganz dasselbe. Lindwurm schreibt auch, ist eher als Bild gedacht. Ja, aber das Bild hängt schief vielleicht ein bisschen. Vorschlag jetzt... Aber das nur ganz kurz, dann haben wir es. Nein, du kannst dich auskotzen, was das angeht, bitte. Naja, die deutsche Sprache ist halt eigentlich so schön und die wird nicht so richtig sauber und gut genutzt. Da schließe ich mich genauso mit ein. Und manchmal transportieren wir Botschaften mit dem, was wir sagen. Und es ist uns einfach nicht bewusst. Umso häufiger versuche ich darauf zu achten. Ja. Bei dem Begriff Kinderführerschein ist es mir gerade aufgefallen, dass der eigentlich wirklich über viele Jahre auch genutzt worden ist und es gar nicht hinterfragt worden ist, was es eigentlich bedeutet, wenn man das Wort ein Stück dekonstruiert. Ja, ja. Jeder Vergleich hängt schief, sagt er dazu. Vielleicht. Deswegen machen wir es und müssen es dann argumentieren. Ja. Zurück zu hier. Wir haben jetzt viele Sachen mit Förderungen gemacht ich weiß noch nicht, wie es sich auf nächstes Quartal auswirkt. Ich würde jetzt einfach mal all in gehen. Wir haben nur noch 5 und ich würde jetzt mit den 5 tatsächlich nochmal durch die neuen Gesetze gehen. Arbeitsschutz hatte ich noch so im Hinterkopf, dass wir das machen könnten. Ja, und dann haben wir auch die GewerkschafterInnen beruhigt. Ja, genau, das wäre nämlich so ein Punkt. Oder Keep the Country Tidy Campaign. Also, dass wir da, weil das ist auch relativ günstig, kostet nicht viel und macht vielleicht auch ein bisschen was in Richtung der Umwelt. Also, dass wir jetzt einfach nochmal nur noch Sachen machen, dieses Quartal, wo wir Zeug ausgeben und dann gucken, was wir davon haben. Also, vom Prinzip finde ich beide Sachen gut, wüsste nicht, welches ich besser finde. Können wir das doch den Chat entscheiden lassen? Ja, was, lieber Chat, Herr Öni und Lindwurm und wer da noch so ist. Arbeitsschutz oder Keep the Country Tidy Campaign?
Volle Möhre Arbeitsschutz. Volle Möhre Arbeitsschutz, finde ich gut. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und tatsächlich ist der Arbeitsschutz 195 Millionen. Das können wir uns sehr gut leisten. Freiberufler kriegen damit einen, werden dadurch, die Meinung wird reduziert, aber denen haben wir eben wirklich eine gute Meinung. Freiberuflich wird weniger, wegen Arbeitsschutz muss ich, puh. Produktivität geht etwas zurück. Ja, ja, aber die Gesundheit steigt an der Stelle. Ja. Gewerkschaften beruhigt, du hast völlig recht, die Freiberufler hatten wir gerade und die Produktivität geht auch nicht so wahnsinnig doll zurück. Nee. Und wenn wir Produktivität schaffen wollen auf Kosten von Gesundheit, dann müssten wir das nochmal grundsätzlich ausdiskutieren. Ist ein guter Punkt. Also raus damit und dann haben wir nur noch einen über. Das heißt, wir machen nächstes Quartal. Also, jetzt bin ich sehr gespannt, was uns das eingebracht hat in puncto Überschuss oder Defizit. Ich auch. Ah, wir haben wieder ein Dilemma. Religiöse Symbole in der Schule. Es wird Druck auf uns ausgeübt, ein Gesetz zu erlassen, wonach das Tragen religiöser Symbole durch die Schüler an den staatlichen Schulen verboten wird. Dazu gehört das Tragen eines Hijab von muslimischen Schülerinnen und eines Kreuzes von christlichen Schülerinnen. Verbot einführen. Die Schule ist ein Ort für Kinder und Jugendliche zum Lernen und nicht um eine religiöse Zugehörigkeit an den Tag zu legen. Indem wir dafür sorgen, dass alle Schüler gleich gekleidet sind, sorgen wir dafür, dass Gleichheit herrscht und alle Religionen ohne Diskriminierung integriert sind. Das ist eine logische Erweiterung der Trennung von Religion und Staat. Dem Menschen steht es frei, sich in Kirche und Moschee nach eigenem Belieben zu kleiden, aber nicht an den staatlichen Schulen. Verbot ablehnen. Das ist nichts als eine Diskriminierung der Muslime. Es erwartet sich doch niemand, dass dieses Gesetz dazu verwendet wird, das Tragen christlicher Kreuze zu verhindern. Es ist nicht als ein Vorwand, den muslimischen SchülerInnen zu verbieten, sich so zu kleiden, wie sie es wollen. Das wird Trennung und Absonderung verursachen und religiöse Spannungen an den Schulen Tür und Tor öffnen. Der Chat hat eine Meinung darüber, voll für das Verbot, wenn es für alle gilt. Was sagst du, Romy? Ich bin voll gegen das Verbot, wenn es für alle gilt. Also ich bin tatsächlich gegen das Verbot. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem, wenn Menschen religiöse Symbole tragen. Wüsste jetzt auch tatsächlich nicht, ob wir über kleine Kreuze, die Menschen als Kette tragen, oder ob wir über, was weiß ich, eine Kippa reden oder alle möglichen anderen Symbole, die verschiedene Religionen haben. Oh Gott, wir wären doch da gar nicht mehr fertig rauszufinden, was in welcher Religion vielleicht auch ein Symbol ist. Weil teilweise sind religiöse Symbole inzwischen Teil der Popkultur. Ja, auch so, ich würde jetzt einfach sagen, wenn du einen Tag frei haben willst, dann setz dir einfach ein Nudelsieb auf. Dann trägst du die religiöse Kopfbedeckung der Pastafaris und dann, ich weiß nicht, was dann passiert. Nee, aber tatsächlich, also meiner Meinung ist es auch so, ich würde das Verbot ablehnen, weil die Argumentationslinie, die hier in dem vorgegebenen Text drin steht, ist schon ganz klar, weil, also ist treffend, wie ich finde, weil gerade bei den Muslimen, wenn wir um das Kopftuch uns unterhalten, dann ist es halt deutlich größeres Zeichen nach außen als ein Kreuz. Das heißt, die werden, also an der Stelle wird ein Muslim oder eine Muslima benachteiligt, was das angeht. Aber darum geht es mir gar nicht um eine Gleichbehandlung, sondern ich finde es, eine Schule sollte, also das finde ich in der Verbotsargumentation oben so falsch. Das sorgt nicht dafür, dass es ein Schritt für einen säkularen Staat ist. Ein säkularer Staat hat Kirche und Politik getrennt. Aber in der Schule ist jeder Mensch Staatsbürger oder Staatsbürgerin. Und ja, die sollten dann ihre Religion frei ausleben, und zwar nach dem Freiheitsbegriff, der in der Demokratie gelten sollte, nämlich Freiheit, solange bis du niemanden einschränkst. Und nur weil du ein Kopftuch trägst oder irgendwas anderes, schränkst du ja niemanden das Freiheit ein. Was ich zum Beispiel, wo ich ganz klar eine andere Meinung hätte,
religiöse Symbole in Klassenzimmern. Wäre eine andere Sache. Und wenn wir jetzt davon sagen, dass religiöse Symbole an LehrerInnen verboten würden, dann wäre die Diskussion eine andere, weil da würde ich halt, da gilt es dann wieder abzuwägen, Freiheit, weil das sind dann Staatsbedienstete, wenn es an einer staatlichen Schule ist. Aber nein, was wiegt dann schwerer? Ja, nicht unbedingt. Sie sind ja in erster Linie erstmal sie selbst und Menschen mit all den Menschen- und Bürgerrechten, die das ausmacht. An der Stelle ist es egal, solange es quasi nicht irgendwie gegen die Verfassung geht, können sie das alles auch tragen. Ich bin ja manchmal vielleicht auch ein bisschen überpragmatisch. Ich wüsste einfach auch nicht, wie wir das schlussendlich prüfen sollen. Und ich wüsste auch nicht, ob den Schulen und den SchülerInnen und den LehrerInnen tatsächlich geholfen wird, wenn man jedes Mal eine Debatte über Unterschiede aufmacht, anstatt einfach zu sagen, ja, du trägst ein Kopftuch, das ist völlig in Ordnung. Du trägst dein Kreuz um den Hals, weil es dir wichtig ist. Es ist völlig in Ordnung. Warum kann man die Leute nicht einfach sein lassen, egal ob Jugendliche oder LehrerInnen? Ja, genau. Und ich denke nicht, dass es halt dazu beiträgt. Ich bin auch ganz stark für ein Verbot, weil Verbot einführen würde dazu führen, dass ganz viele Konflikte in Richtung dieses Verbots ausgetragen würden und darüber eine Scheinargumentation ist, wenn jemand, ne, dann kann man jemanden anschwärzen oder man kann Schabernack damit treiben, wie ich das gerade mit dem Nudelsieb sagte. Aber ich denke auch, dass wir sind uns einig mit dem Verbot ablehnen. So. Und dann. Das ist übrigens das Tolle an Democracy 3. Wir beide können einfach, oder wahrscheinlich in den Vorgängerversionen auch schon, wir beide sagen einfach, es ist so, das Schlimmste, was uns passiert ist, dass die Zustimmungswerte sinken und wir müssen das mit niemandem ausdiskutieren. Wir müssen uns auf keinen Parteitag stellen und das ausdiskutieren. Wir müssen keine Rede im Deutschen Bundestag halten und wir müssen auch irgendwie vor keinen demonstrierenden Menschen stehen. Ja. Das ist halt schon ein Unterschied dieses Spiels. Ja, hat was. Genau, es ist wie ein kleines Labor, in dem man mal Zeug ausprobieren kann. Auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr schön komplex, was es angeht. So, wir haben ein Defizit erwirtschaftet von 9,2 Milliarden, um genau zu sein. Und ich würde jetzt einmal kurz die Runde machen wollen durch unsere Probleme. Hier, das organisierte Verbrechen haben wir gar nicht angefasst bisher, aber der Trend geht ganz leicht nach unten, weil unser Zeugenschutzprogramm langsam aber sicher anfängt, einen Effekt darauf zu haben. Also, ja, da passiert was. Die Asthma-Epidemie ist ein Stück weit runtergegangen. Es ist noch ein langer Weg bis hier unten zum Stoppauslöser, aber immerhin. Die Fettleibigkeit. Oh, wir sind fast runter mit unseren Ökolandbausubventionen. Müssten wir das nächste Mal die Fettleibigkeit überwunden haben. Das ist großartig. Das heißt, Gesundheit, der negative Effekt auf die Gesundheit und staatliches Gesundheitssystem, das fällt weg. Das ist super. Also Geld des staatlichen Gesundheitssystems. Das ist also tatsächlich. Geld, fantastisch. Ja, genau. Fettleibigkeit haben wir quasi durch. Hier gucken wir mal. Umweltverschmutzung. Wir haben einen guten Sprung nach unten gemacht. Sehr schön. Das bedeutet, dass wir damit dann perspektivisch die Asthma-Geschichte ein Stück weit in den Griff bekommen werden. Ja, also. Noch nicht, ne? Also der Trend ist gut, aber genau. Und jetzt die wettbewerbsunfähige Wirtschaft, auch ein kleiner Knick nach unten, weil wir haben was an der Produktivität gemacht. Aber die wächst auch erst, also die Änderungen an der Produktivität sind ja auch mit einem gewissen Zeitverzug belegt. Mhm. Ja, okay. Ja, wir haben jetzt ein Defizit eingebracht. Wir haben eben ausgegeben wie nichts Gutes. Ja. Tja, was machen wir denn dann mal? Das heißt, wir müssen jetzt wieder ein bisschen Richtung Einnahmen gehen. Genau, wir könnten uns... wo sind wir denn eigentlich gerade in der aktuellen Legislaturperiode? Ich habe irgendwie... Bis zur nächsten Wahl sind es noch 6 Runden. Also 2,5 Jahre.
Kannst du dir vorstellen, dass uns anderthalb Jahre reichen, um die Leute davon zu überzeugen, dass die CO2-Steuer nicht so eine schlechte Idee war? Ah, ich war das, was wir eben schon gesagt haben. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das heißt, finde ich gut. CO2-Steuer hatten wir unten. Wir brauchen 39. Ja, unsere Zustimmungswerte sind super. Guck mal, wir sind bei 97,5%. Ja, wir haben gerade ein Defizit. Wir können gerade nichts ausgeben. Dann können wir auch die Runden... Nee, wir brauchen 39, wir haben 31. Ich hätte jetzt gesagt, wir gucken nochmal bei Recht und Ordnung, um noch ein bisschen was an der organisierten Kriminalität zu machen, vielleicht ein bisschen, wenn mit Augenmaß. Also Glücksspiel ist zu teuer, ne? Internetzensur halte ich überhaupt nichts von. Geschlossene Wohnanlagen... Was ist das denn? Geschlossene Wohnanlagen sind eine drastische Lösung für Straßenkriminalität und Vandalismus. Ach, gated communities quasi. Also ist. Ja, ne, das Ziel ist ja, dass die Straßen so sicher sind, dass wir keine geschlossenen Wohnanlagen brauchen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hier ist alles, das ist alles. Also, okay, Prostitution legalisieren. Fände ich gut. Aber. Löst keine unserer Probleme. Ja, und auch da bin ich so ein Stück weit bei dem zweiten Teil dieser Argumentation. Ich weiß halt nicht, wie man, Zitat, diese Praxis reguliert und überwacht und wie das funktionieren soll. Aber das ist nicht so schlimm. Das brauchen wir ja jetzt. Ja, Telefonüberwachung sehe ich jetzt irgendwie, bin ich irgendwie... Ah, okay, hier ist, ne, aus der Perspektive von Recht und Ordnung betrachtet, ist die Telefonüberwachung eine ganz wichtige Waffe im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und den Terrorismus. Das Problem besteht allerdings darin, dass es schwierig ist, den Missbrauch eines derartigen Systems zu verhindern, und von den Liberalen wird darauf hingewiesen, dass eine großflächige Telefonüberwachung ein bedrohliches Anzeichen für einen Polizeistaat ist. Sie ist auch zu teuer. Ja. Und über die Argumentation könnte man auch noch mal diskutieren, wenn wir es irgendwann einführen sollen. Ja. Needle Exchange Programm finde ich tatsächlich auch gut. Also die Drogensucht ist schlimm genug, aber infizierte Nadeln sind noch schlimmer. Und um denen, die abhängig sind, zu helfen, dass man saubere Nadeln bereitstellt, ist auch überhaupt nicht teuer. Und wir werden durch die CO2-Steuer wirklich was einnehmen. Ja, und ich finde, Sucht ist eine Krankheit und so sollte man das irgendwie auch behandeln. Ja. Also implementiere ich das und da würde ich auch auf 300... Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Gegenwehr unsere sozial-liberale Utopie hier stößt. Hä? Unsere... Weiß nicht, wir können gleich nochmal auf den Kompass gucken. Das würde mich total interessieren. Also ich mache jetzt mal Needle Exchange Programm. So, jetzt haben wir 19, das tragen wir mit rüber. Und jetzt gucken wir mal auf den Kompass. Wir sind hier mit 14, Sozialist 41%, Liberal 50%. Ich bin gespannt, welchen Impact jetzt gleich die CO2-Steuer hat. Also das sparen wir an. Ich finde den Plan großartig und dann machen wir nachher diesen Climate Change Fund. Also, genau. Nächstes, zurück zur Regierung. Wissenschaftliche Entdeckung. Ist erstmal grundsätzlich gut, oder? Jahrelang haben wir uns gewundert, weshalb die Wissenschaftler derart viel Zeit mit unterirdischen Tunnels verbringen und untereinander über Quarks und Mesonen schwatzen. Aber heute wurde dazu eine bedeutende wissenschaftliche Entdeckung bezüglich neuer Elementarteilchen, Collider und sonstigem physikalischen Hokuspokus bekannt gegeben. Es stimmt zwar, dass Teleportation und Hyperraum noch nicht zu unserem Alltag gehören, aber es ist trotzdem eine gute Nachricht für die Hightech-Industrie und ein hervorragendes Ergebnis für die bestens ausgebildeten Arbeitskräfte. Hey, das BIP geht hoch und der Patriot findet super. Großartig. Oh, eine neue Situation hat sich entwickelt. Luddite Riots? Keine Ahnung. Ah, gegen Roboter. Das ansteigende Level der Automation in unserer Gesellschaft hat zu einem
hat so großen Sorgen in Bezug bei den niedrig ausgebildeten oder low-skilled, also den wenig Anfordernissen bedürfenden Jobs geführt. Das Ergebnis ist eine Gewalt und Sabotage gegen Hightech Firmen, die automatisierte Jobs anbieten. Okay. Und das kostet uns auch richtig viel Geld. Ja, 1 Milliarde. Und da waren, glaube ich, die Ursachen, ich bin zu langsam, Entschuldigung. Ursachen, Arbeitslosenzahlen, Gewerkschafterinnen, Industrial Automation, den haben wir eingeführt. Oder nein, wir haben dieses Förderprogramm gemacht. Technologie ist ein Grund dafür. Und Ursachen dagegen sind niedrige Löhne und... Also das hier begünstigt das, dass wir Löhne haben und Bildung sorgt dafür, dass diese Sachen niedriger sind. Aber es wirkt sich auf die Produktivität aus, es steigert die Kriminalität und die Gewaltverbrechen. Was könnten wir jetzt dagegen tun? Wir haben noch mehr. Wir haben noch mehr Negatives. Wir haben noch Wasser. Wasser. Knappheit. Knappheit, genau, dankeschön. Es ist das Jahr, also das ist ein Event, das wegen der fortschreitenden Zeit, also wegen Klimawandel, da ist ein klein wenig. Die Umwelt, weil wir gut die Umwelt gemanagt haben, wirkt dagegen, aber wir müssen jetzt noch mehr tun. Landwirte, wir haben viele Landwirte, die sind mehr geworden durch den Ökolandbau. Und Average Temperature ist auch etwas, was das beeinflusst. Also, ja, wir müssen uns um Wasser kümmern. Okay, zwei neue Probleme. Nachhaltige Landwirtschaft. So. Ja. Unsere Fettleibigkeit ist jetzt weg. Also mit diesem Punkt sind wir die Fettleibigkeit los, aber wir hatten jetzt einen Plan. Also Wasserknappheit, wir hatten jetzt einen Plan und zwar wollten wir die... Wo ist denn die CO2-Steuer? CO2-Steuer implementieren. So, was wollen wir... Wie viel wollen wir einnehmen? Die Frage ist, wen wollen wir nicht allzu sehr verbrennen? Ja, also alle finden es doof. Flugreisen werden runtergehen. Der Kapitalist findet es doof. Aber ansonsten trifft uns das in den Meinungen kaum. Also, dass alle 10% weniger ist jetzt... Wir haben eine super gute Umfrage. Unser BIP wird runtergehen. CO2-Emissionen werden krass reduziert. Ja, also das mit dem Bruttoinlandsprodukt ist jetzt auch nicht so wahnsinnig verwunderlich. Also dadurch, dass es irgendwie ja die Summe der Güter, Produkte, Dienstleistungen ist, die in einem Jahr hergestellt werden. Und deren Wert, wird dieser Wert natürlich durch die zusätzlichen Steuern so ein Stück weit eingeschränkt. Ja. Weil das ist ja dann nicht verfügbar, der Staat hat es ja dann. Insofern nicht weiter wild, ist aber auch vielleicht auch nicht so schlimm, weil wir super viele Sachen damit gegenfinanzieren können. Genau, wir können hier wirklich, also... Puh. Ich bin so ein bisschen... So 65 Milliarden? Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt schon so ausreizen wollen würde. Weißt du, ich hätte das gerne noch als Möglichkeit später nochmal anzuziehen, wenn wir finanziell nicht so gut dastehen. Okay. Also du meinst eine moderate Einführung eher niedriger? Genau, damit wir das Bruttoinlandsprodukt nicht so sehr beschädigen. Also so? Ja, so vielleicht bei 40. Bei 40? Ja, so ein Stück. Ja, da bin ich doch dabei. So. Das finde ich super. Wie, könntest du mal kurz beim... Danke. Minus 3,49%. Ja, das und müssten wir eigentlich wieder ausgleichen. Ja, glaube ich auch. Okay, und dann machen wir das. Wenn wir Geld brauchen, können wir überlegen, das nochmal ein Stück weit hochzudrehen. Ja, dann machen wir das. Yay. Wie einfach das geht, wenn wir das tun. Ja.
Und jetzt, wir haben nicht genug politisches Kapital, um jetzt diesen Climate Change Fund zu machen, den wir auch machen wollten. Aber den müssen wir uns erstmal leisten können. Da müssen wir in die nächste Runde gucken. Ja, genau. Den müssen wir uns leisten können, genau. Da müssen wir gucken. Jetzt haben wir ein Defizit von 8,5. Ja, jetzt würde ich sagen, wir widmen uns mal dem hier, oder? Ja. Also, das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!